Es scheint mittlerweile immer mehr Standard zu werden, dass Spiele in einem unfertigen Zustand rauskommen. Nicht zuletzt wieder mal das Thema Cyberpunk 2077 und die GTA-Trilogie. Beides wieder komplette Katastrophen gewesen und jetzt auch Battlefield 2042. Und wir haben darüber schon mal ein Video gemacht, wie katastrophal das ist und ob das jetzt der neue Standard wird und so weiter. Aber heute möchte ich mit euch über ein ganz bestimmtes Thema dahingehend sprechen, und zwar: Kann man hier schon von irreführendem Marketing sprechen? Ist das Marketing, was genutzt wird, um Spiele anzupreisen und den Hype so richtig aufbauschen zu lassen? Ist das alles irreführend? Ich möchte dahingehend ganz gerne mal auf die Trailer-Analyse eingehen von 2042. Wir schauen uns verschiedene Trailer-Abschnitte an, natürlich nicht die ganzen Trailer, das würde den Rahmen sprengen, aber Ausschnitte davon, die wir ein bisschen spezifizieren und analysieren werden, und dann zeigen wir dahingehend Differenzen zum eigentlichen Gameplay auf. Dann schauen wir uns noch die Lore an und so weiter und wie das ganze Spiel am Ende dann dargestellt wurde. Und ähnliche Vergleiche oder Beispiele wie andere Spiele, bei denen das Ganze schon so vorgekommen ist. Und ihr wisst mit Sicherheit schon, welches Spiel ich da wählen werde, aber wir fangen jetzt erstmal an, Trailer-Abschnitte zu analysieren und nehmen zuallererst mal den Reveal-Trailer. Im Endeffekt können wir schon direkt bei der ersten Szene, die wir sehen, Pause drücken und darüber sprechen. Denn was wir hier sehen, ist im Endeffekt die Map Renewal, diese Antarktis-Map, die größte Map, die es aktuell in 2042 gibt. Und das erste, was wir hier sehen, ist ein Osprey, der wird abgeballert und dann crasht er erstmal auf einem der Eroberungspunkte. Das ist der ganz oben auf dem Berg. Ich meine, das müsste sogar B1 sein, ich bin mir aber nicht 100% sicher. Und es ist meiner Meinung nach hier alles schon falsch dargestellt, also zumindest nicht realitätsnah dargestellt. Falsch wäre der falsche Ausdruck, aber es ist nicht realitätsnah dargestellt, denn wir sehen hier ganz viele Leute an diesem Eroberungspunkt rumhängen und dass da scheinbar irgendwie Riesen-Action abgeht, wobei man am Ende sagen muss, dass da so gut wie nie Action stattfindet. Nur mal irgendwie ein oder zwei Apaches oder andere Kampfhubschrauber, die da irgendwie drum herumkreisen. Von mir aus auch mal ein Osprey, der da ein paar Leute absetzen will, die dann diesen Capture Point einnehmen mit zwei, drei Gegnern, die dann Widerstand leisten wollen. Und das war's alles. Also meiner Meinung nach wurde hier schon ein falsches Bild vermittelt, ein falscher Eindruck. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Punkt. Ihr könnt mir auch ganz gerne hier immer wieder in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Was ist so euer Eindruck von gewissen Szenen gewesen? Habt ihr das Gefühl gehabt, boah, das wird im Spiel mit Sicherheit auch so krass vorkommen? Da freue ich mich richtig drauf, so dieses Levolution-Gedönse zum Beispiel. Oder seht ihr das alles so getrennt voneinander, dass ihr sagen würdet, nee, Mann, also sorry, aber das ist halt einfach nur ein Trailer und natürlich verschönigen der alles. Das kann ich auch natürlich vollkommen nachvollziehen. Sehe ich auch teilweise so. Nichtsdestotrotz werben sie ja teilweise mit diesen ganzen Sachen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter zur nächsten Stelle. Die nächste Szene, die Map Discarded. Wir sehen hier zwei Seile, die an einer Stahlplatte von einem alten Frachter befestigt sind. Und hier sehen wir halt, wie diese Platte abgelöst wird und dann auf ganz viele Soldaten drauf fällt, bei denen man bei dieser Szene man den Eindruck bekommt, okay, da scheint ja richtig der Punk abzugehen und da sind ultra viele Leute, die da irgendwie kämpfen und gefühlt, weiß ich nicht, 15, 20 werden von dieser Platte begraben. Aber die Realität sieht ganz anders aus, denn erstens mal muss man, um diese Platte runterzureißen im Spiel, was übrigens tatsächlich funktioniert, falls sich das der ein oder andere fragen sollte an der Stelle, das geht, ja. Man muss dafür aber extra zu diesen Kurbeln gehen und die quasi dann die Spannung aufrechterhalten bzw. die Spannung aufbauen, damit quasi diese Seile die Platte aus der Seite des Schiffes reißen. Und andererseits spielt da keine Sau. Das heißt, ihr habt da auch gar nicht so viele Leute, die da irgendwie rumlaufen, die dann irgendwie lebendig von dieser Platte begraben werden, weil da auch nichts mit Eroberungspunkten ist oder so. Natürlich obendrauf und im Schiff selber habt ihr die Eroberungspunkte, um die ihr dann kämpft und die ihr einnehmen werdet. Aber achtet mal darauf, im Spiel selber, an dieser Stelle, ist so gut wie nie was los. Ab und zu mal ein Fahrzeug, was irgendwie da vorbeifährt, wie ein Panzer oder so. Ein, zwei Soldaten vielleicht. Und das war's. Ja? Also meiner Meinung nach auch hier wieder ein Bild vermittelt worden, wo man sich so denkt, boah, krass, Alter, Levolution, let's go. Aber es ist alles halb so wild und es nutzt auch kaum einer. Wenn wir mal ehrlich sind, es nutzt kaum einer. Okay.
Als nächstes haben wir die Map Manifest, auf der sehen wir eine Menge Soldaten, die da irgendwie um die Container herumschleicht. Habe ich noch nie im Spiel gesehen, aber natürlich wollten sie da versuchen, das Ganze so ein bisschen spannungsaufbauend zu erzählen. Trotzdem, da laufen die Leute nicht irgendwie schleichend durch die Containerbereiche und versuchen da irgendwie zu infiltrieren. Natürlich gibt es Geflänke in dem Spiel, auf jeden Fall, und es macht auch Bock. Man hat auch Sundance und McKay, die dann auch die Möglichkeit haben, über High Position irgendwie den Gegner von hinten anzugreifen und so weiter. Aber ganz so krass wie hier ist es natürlich überhaupt nicht im Spiel. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, abgesehen davon, ist, man sieht eine riesen Explosion in diesem Trailer auf Manifest und ich frage mich bis heute, wovon? Ist da irgendwo eine V1 eingeschlagen oder sieht man da irgendwie eine Rakete, die dann auch wieder versucht zu starten oder in die Luft geht? Ich habe noch nie diese Explosion gesehen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Keine Ahnung. Gibt es da irgendein Easter Egg, was man lösen muss, um diese Explosion zu verursachen? Ist da eine Atombombe irgendwo in einem der Container drin? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also auch hier wieder wird ein Bild vermittelt, wo man sich so denkt, das gibt es im Spiel doch gar nicht. Ja? Wir machen weiter. Als nächstes ganz kurz Orbital. Wir sehen das Raketensilo, die Rakete startet und vor der Rakete auf der Startbahn, wie auch immer, dieses riesen offene Feld. Ultra viele Soldaten, die alle gegeneinander kämpfen, mega das Chaos und so weiter. Leute, sind wir mal ehrlich, es gibt da null Deckung und keine Sau würde einfach so darüber laufen. Ja klar, vereinzelt läuft der ein oder andere natürlich dann irgendwie zum Raketensilo rüber oder mit einem Fahrzeug, natürlich, aber niemals würde da so eine Schlacht stattfinden, wie im Trailer zu sehen. Das waren jetzt so die Szenen, die mir jetzt so ins Auge gefallen sind, wo ich mir so dachte, okay, das hat halt absolut gar nichts mit der Realität im eigentlichen Spiel zu tun. Es gab dann noch den Gameplay-Trailer und den Official-Trailer von Portal und so weiter dazu. Einen Open-Beta-Trailer gab es auch, Hazard Zone, Specialist-Gameplay, Maps-Gameplay und so weiter. Und da sah das Ganze natürlich dann nochmal anders aus, deswegen will ich auch gar nicht so krass jetzt irgendwie noch darauf rumreiten, weil im Endeffekt, es ist halt einfach ein Trailer, bei dem man das Gefühl hat, okay, geil, mega cool sieht das alles aus, Zerstörung und bla, Levolution ist dabei. Der Hype soll einfach damit aufgebaut werden, ja, und das ist auch einfach das einzige Ziel von denen. Das einzige Ziel ist es, den Hype aufzubauen und zu sagen, Leute, schaut euch diese Trailer an, die sind bombastisch und das Spiel wird genauso. Das ist die Botschaft, die sie quasi damit senden wollten und senden wollen, immer wieder, bei jedem neuen Spiel, was rauskommt. Die wollen natürlich das Spiel auch verkauft bekommen, denn, wie gesagt, ihr seid die Kunden, beziehungsweise wir sind die Kunden. Und dann geht es weiter im Endeffekt mit der Lore, die sie dann aufgebaut haben. Sie sind dann darauf eingegangen und haben gesagt, wir hauen jetzt noch die ganzen Kapitel raus, die ganze Geschichte über diesen einen Journalisten, der dann durch die Weltgeschichte gereist ist mit den Notepads und dann irgendwie diese ganzen Geschehnisse vor 2042 erlebt hat und wie das alles dann zustande kam und so weiter. Und dann kam der Exodus-Shortfilm, der eine ziemlich düstere Atmosphäre geschaffen hat, denn wir sehen jetzt hier auch so ein paar Ausschnitte nochmal davon. Wenn wir uns das Ganze nochmal anschauen, Leute, eure Erwartungshaltung daran. Was war eure Erwartungshaltung an Battlefield 2042? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare hier, das würde mich nämlich mal interessieren. Aber bitte die Erwartungshaltung, bevor ihr Gameplay bzw. bevor ihr das Spiel selber spielen konntet. Wie war die da vorher? Habt ihr das Gefühl gehabt, das geht so in Richtung Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 1 sogar, was so Atmosphäre angeht, dieses Düstere und so weiter, denn wir haben den Exodus-Film gesehen und dachten uns, Hammer, also ich zumindest dachte mir, Hammer, also wenn das Spiel wirklich in diesem düsteren Ton erzählt wird, und genau das habe ich mir auch für Battlefield 5 gewünscht, weil es halt auch wieder Zweiter Weltkrieg war und weil Battlefield 1 schon so richtig gut rüberkam, dann wird das einfach ein bombastisches Battlefield. So war meine Erwartungshaltung am Anfang auch wiederum an das Spiel, zumindest was so Setting und Atmosphäre und so weiter anging. Und dann kommt irgendwann das Gameplay, was ja trotzdem relativ überzeugend war teilweise in der Beta, das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Klar, die ganzen Bugs und so weiter und wir kennen das ganze Prozedere, dass sie natürlich dann versucht haben zu sagen, ja, wir kriegen das alles noch hin bis zum Ende des Tages, bis das Spiel dann rauskommt und so weiter. Und dann kommt dann so ein Trailer, der einfach mal sagt, what a time to be alive. What a time to be alive! What a time!
be alive. The price we pay for a new world. No! Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Wir sehen jetzt hier einen Werbespot, der für die Xbox oder so gedreht wurde, I don't know. Und wir sehen jetzt hier einfach dieses What a time to be alive, richtig geil, alles super cool und so. Und weißt du, Pekowski ist gestorben, um Iris' Sohn zu retten, im Exodus-Shortfilm. Mega dramatisch alles dargestellt. Und dann kommt da so ein Werbespot rüber mit What a time to be alive, Alter, wo ich mir so denke, wo macht das jetzt noch irgendwie Sinn, so einen Werbespot rauszuhauen, wenn die Geschichte und die Lore, die man hier eigentlich erzählen will, eine sehr düstere ist? Nochmal abgesehen von dieser ganzen Shortfilm-Geschichte, wenn wir diese ganze Lore uns einfach mal durchlesen, die Welt ist dabei unterzugehen, wir haben nur noch die Russen und die Amis und dann haben wir so ein paar Notepads da rumlaufen, die sich irgendwie einer Seite anschließen. Und die Problematik an der ganzen Sache ist ja, man kann jetzt nicht einfach sagen, wir machen jetzt zwei Fraktionen daraus aus den Notepads und sagen, das sind die Guten und die Bösen oder das sind die, die für die Amis kämpfen, das sind die für die Russen kämpfen, das sind unterschiedliche Spezialisten mit den gleichen Fähigkeiten. Das geht nicht, weil man dann, wie der Name schon sagt, die gleichen, also unterschiedliche Spezialisten mit den gleichen Fähigkeiten hat und man will ja irgendwie dieses Format durchbringen wie bei Apex und wie bei Call of Duty mit den Operatoren und den Helden oder wie von mir aus bei Overwatch, dass es individuelle Charaktere sind mit unterschiedlichen Fähigkeiten und das kannst du nicht, wenn du zwei verschiedene Fraktionen hast, weil du hast dann wieder das Problem, dass du in einer Fraktion nicht gewisse Spezialisten mit gewissen Fähigkeiten spielen kannst und das wollen sie ja vermeiden. Sie wollen ja, dass man immer zu jeder Zeit jeden Spezialisten mit jeder Fähigkeit spielen kann, wenn man da gerade Lust drauf hat, unabhängig davon, in welchem Team man spielt. Ja, und deswegen passt das meiner Meinung nach halt absolut überhaupt nicht da rein. Diese ganze Geschichte drumherum passt nicht. Die haben versucht, das irgendwie aufzubauen und zu rechtfertigen, dass es irgendwie möglich ist, aber es kommt einfach nicht an. Also für mich persönlich kommt es nicht an. Die verkaufen es mir nicht. Das ist irgendwie totaler Bullshit. Aber abgesehen davon, warum erzählt man eine Lore und ein so düsteres Setting und bewirbt es auch noch so düster mit so einem krassen Shortfilm, noch so mit Leuten aus Battlefield 4, wenn man daraus dann eine Clown-Fiesta macht und so ein Werbespot raushaut und dann auch noch diese cringy Sprüche raushaut am Ende der Runde. Bitte, das ist zu einfach. Ja, Angel, wie man ihn kennt. Sagenhaft. Wo man sich fragt, wo haben sie diese, also nichts gegen die Synchronsprecher, das sind bestimmt alles tolle Menschen, die haben auch tolle Stimmen. Aber die passen absolut nicht da rein. Sie würden wahrscheinlich sogar da reinpassen, die meisten davon nicht, weil die hören sich dann irgendwie teilweise viel zu jung an für den Charakter, den sie da irgendwie vertonen. Aber dann hätte man das hier vielleicht auch ein bisschen düsterer machen können, ja? Sogar in der englischen Vertonung regen sich die Leute darüber auf. Ich habe am Anfang gedacht, nur die deutsche Vertonung wäre total scheiße, aber das ist ja auch bei den englischen Stimmen so scheinbar. Und es gibt auch Leute da draußen, die ihre Spielversion extra auf Englisch stellen, weil die einfach auf die deutsche Vertonung absolut nicht klarkommen. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Und dann hast du noch das Thema, die sitzen in irgendeinem Fahrzeug drin, fliegen da irgendwie über die halbe Map mit und dann auch so, wuhu, geil, voll krass, ich fliege jetzt mit meinem Jeep durch die halbe Map oder mit meinem Hovercraft fliege ich irgendwie einen Wolkenkratzer hoch. Leute, das funktioniert nicht. Wenn ihr auf der einen Seite versucht, eine düstere, gritty Atmosphäre zu erzeugen und zu erzählen, eine Lore, ja, in der Richtung, aber auf der anderen Seite daraus eine Clown-Fiesta macht, also wir als Spieler, beziehungsweise ich rede jetzt von mir, ich als Spieler, kann euch da nicht ernst nehmen. Und vielleicht mag der eine oder andere das tun können oder vielleicht betrachtet er das Ganze auch gar nicht aus der Perspektive und sagt einfach, ich spiele jetzt einfach das Spiel, mir scheißegal, was die da alles drumherum gebaut haben.
aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kaufe denen das nicht ab. Das macht absolut null Sinn. Das ist totaler Schwachsinn, was sie da veranstaltet haben. Also entweder gehe ich den einen Weg oder den anderen Weg. Entweder gehe ich Battlefield 1 oder ich gehe Fortnite. Aber ich kann nicht beides vermischen. Meiner Meinung nach funktioniert das absolut gar nicht. Und deswegen ist das für mich persönlich irreführendes Marketing. Denn ich habe mich so krass darauf gefreut, dass ich mir so dachte, das wird ein richtig düsteres, gutes Battlefield wieder. Im Stil so ein bisschen auch von Battlefield 1 mit dem gleichen Ton. Die Welt ist sogar dabei unterzugehen und so weiter. Man kann es sogar noch düsterer gestalten teilweise. Dann guckst du dir die Maps an und da ist absolut fast gar keine Zerstörung auf der Map. Wo man sich so fragt, diese ganze Vorgeschichte bis 2042 war ja schon die ganze Zeit immer so Konflikte hier, Konflikte da, teilweise auch bei Hourglass und so weiter. Ey, die Städte sehen, abgesehen von Hourglass, teilweise so aus, als hättest du da Urlaub machen können. Da ist nichts kaputt. Du gehst in Kaleidoskop, gehst zu kämpfen, die Wolkenkratzer stehen alle. Es sieht aus, als wäre da einer irgendwie noch mit der Kehrmaschine durchgefahren. Und als ob sie da alles noch blitzeblank hinterlassen hätten, weil da jetzt gleich irgendwer noch eine Hochzeit feiert. Wo ich mich so frage, das kann doch überhaupt nicht sein. Und die ganzen Tornados, ja, diese ganzen Naturkatastrophen, allein die müssen doch schon Witterungseffekte gegenüber diesen Maps gehabt haben. Und die gibt's ja dann auch nicht erst ab 2042. Ah ja, ab 2042 kommen dann die Tornados, aber vorher gab's die nicht. Totaler Schwachsinn, ja. Diese ganzen Maps zum Beispiel, da würde ich auch gerne nochmal kurz was zu sagen, hätte man auch viel düsterer aufbauen können. Man hätte die Wolkenkratzer teilweise zerstört hinterlassen können oder vielleicht auch den einen oder anderen Wolkenkratzer, auf dem man einen Eroberungspunkt ganz oben drauf gesetzt hat, was bei Durchbruch eine absolute Katastrophe ist für das Anforderungssystem, beziehungsweise mit dem Anforderungssystem, hätte man auch sagen können, der Wolkenkratzer kann einstürzen, ja, und dann habt ihr ein Trümmerfeld, auf dem dann der Eroberungspunkt nach unten verlegt wird, nachdem es dann eingestürzt ist. Und dann haben die Leute, die dann Durchbruch spielen und angreifen, auch mal die Möglichkeit, diesen scheiß Punkt einzunehmen, was absolut gar nicht möglich ist aktuell. Und man hätte vielleicht auch sagen können, ja, die Natur versucht sich so nach und nach die Städte zurückzuholen. Man hat dann irgendwie ein bisschen Verwucherungen irgendwie an den Hochhäusern, teilweise wächst da Efeu an den Fassaden und so weiter, ja. All solche Geschichten, das hätte man alles machen können, wunderbar. Und es ist nichts daraus geworden, also das hätte man bezogen auf die Atmosphäre halt noch viel besser verkaufen können. Hätten sie diesen Weg mit der dunklen, düsteren Geschichte weiter verfolgt, was sie ja scheinbar nicht getan haben, denn scheinbar haben sie sich gedacht, wir machen da so eine Mischung aus Battlefield 1 und Fortnite raus. Also zumindest kommt das für mich so rüber. Im Spiel dann ja jetzt nicht mehr, weil im Spiel ist das eine absolute Clown-Fiesta, zumindest vom Setting und von der Art, wie sie es rüberbringen. Aber ja, das ist irgendwie so das, was ich halt absolut nicht nachvollziehen kann. Um ein Beispiel noch ganz kurz am Ende zu nennen, Cyberpunk zum Beispiel hat es meiner Meinung nach auch mit dem Marketing übertrieben. Da wurden nicht solche leeren Versprechungen gebracht, sondern teilweise halt so Sachen wie, man sieht eine U-Bahn-Station, ja, der Charakter, den man dann irgendwie spielt, wie steht dann in so einer Bahn, oberirdisch dann aber, nicht unterirdisch, und sieht dann so die ganze Stadt Night City und alle denken so, boah, geil, Alter, du kannst da einfach Fast Travel mit so einem Zug machen und da drin sitzen überall Leute, immer irgendwie welche Gespräche, die man sich dann damit anhören kann, so richtig immersiv und so weiter, und am Ende ist da gar nichts draus geworden. Und das ist nur ein kleines Beispiel von ganz vielen Mechaniken und Elementen, die in den Trailern angekündigt, aber nie umgesetzt wurden, ja. Und um dann nochmal abschließend auf Zerstörung und Levolution einzugehen, bietet meiner Meinung nach keinen spielerischen Mehrwert, es bietet auch kein Teamplay an der Stelle, es ist auch sehr, sehr selten vorhanden und wenn dann nur in ganz kleinem Ausmaß, man hat auf einem Hochhaus, auf Kaleidoskop die Möglichkeit, einen Funkmast irgendwie zu zerstören, der dann runterkracht auf die Straße und das war's, ja. Während du dann in Battlefield 4 ein ganzes Hochhaus zum Einsturz bringen kannst. Also meine Botschaft an euch und was ich hier eigentlich vermitteln möchte ist, man kann sich die Trailer anschauen, ich werde es in Zukunft auch machen, klar, aber man sollte sich immer vor Augen halten, dass das, was man im Trailer sieht und die Realität, wie das Spiel am Ende aussieht, das sind zwei himmelweite Unterschiede. Und eigentlich weiß man das auch, aber man lässt sich leider immer wieder von diesem Hype steuern. Nicht alle da draußen, es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der jetzt in die Kommentare schreiben wird, ah, ich habe es euch ja gesagt, ihr seid selber schuld und bla bla. Ja, ist auch so. Wir sind auch selber schuld. Wir haben uns verarschen lassen. Das muss man an der Stelle einfach akzeptieren. Aber, also zumindest die Leute, die damit jetzt ein Problem haben. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die sagen, ich habe damit kein Problem, ist mir egal. Das ist ja auch okay. Aber die Leute, die sich verarscht fühlen, wir sollten gucken, dass wir in Zukunft
einfach erstmal ein bisschen auf das Gameplay warten und wir müssen uns das wahrscheinlich erstmal selber anschauen, ein Bild davon machen. Die Beta hat leider nicht genug überzeugt, weil wir auch nur eine Karte spielen konnten, um da irgendwie ein festes Urteil bilden zu können. Okay, wird das Spiel das abliefern, was es verspricht, oder ist es wieder irreführendes Marketing, ja? Jetzt würde ich ganz gerne mal eure Meinung dazu wissen. Sollte man sowas, dieses irreführende Marketing, sollte sowas bestraft werden, beziehungsweise sollte sowas Konsequenzen haben, eurer Meinung nach? Und falls ja, wie sieht das eurer Meinung nach aus? Was sollten da für Schritte eingeleitet werden? Was sind so Dinge, die passieren sollten, wenn leere Versprechungen gemacht werden? Ich finde, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein schmaler Grat, was möglich ist für die. Die haben mit Sicherheit keine Konsequenzen, die sie davontragen müssen, weil die sagen dann, not actual gameplay oder irgendwie sowas, und damit reden sie sich dann fein raus. Trotzdem ist das meiner Meinung nach absolut nicht in Ordnung. Jetzt geht es erstmal wieder darum, das Spiel gesund zu patchen, wie schon vermutet, und ich denke mal, das wird jetzt mit Sicherheit wieder so ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr dauern. Können wir uns auf jeden Fall schon mal darauf einstellen. Mittlerweile ist es ja in einem recht spielbaren Zustand. Rush zum Beispiel, der Modus macht sehr viel Spaß meiner Meinung nach, weil man da viel FPS hat, Infanterie-Gameplay und keine Übermacht an Fahrzeugen. Alle, die das noch nicht getestet haben, spielt gerne mal Rush. Da könnt ihr auf jeden Fall auch eure Ordensbänder nutzen und so weiter. Das heißt, ihr kriegt da ganz normal Erfahrungspunkte. An diverse Spieler haben sie dann noch Umfrage-E-Mails verschickt. Ich habe noch keine bekommen. Kann mir auch gut vorstellen, warum. Ich bin wahrscheinlich einfach zu kritisch oder noch zu klein. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Vielleicht kommt ja eines Tages mal irgendwas, dass sie auch mich bzw. euch nach unserer Meinung fragen und wir vielleicht auch mal Umfragen im Spiel selber aufploppen sehen und nicht erst nur per E-Mail an einzelne Spieler, die teilweise dann irgendwie auch nur das sagen, was sie hören wollen. Zumindest eine Vermutung von mir. Und ja, ich meine, gut, man muss auch fair sein. Mittlerweile hauen die schon viele Patches raus. Wie gesagt, das Spiel ist in einem relativ angenehmen Zustand mittlerweile. Ich werde sie aber nicht dafür loben, Features ins Spiel zu bringen, die von Anfang an hätten drin sein müssen. Wie A-Team auch schon gesagt hat, sowas wie, dass man sieht, ob jemand in der Nähe ist, der reviven kann und so. Dafür kriegen die von mir keine Credits. Das finde ich total Schwachsinn, dass sie das jetzt irgendwie so anpreisen und sagen, ey, wir haben hier ein neues Feature. Ja, toll, das hattet ihr auch schon in Battlefield 5, das hattet ihr auch schon in Battlefield 1 und wahrscheinlich schon in 10 Battlefield-Teilen davor. Ja, also lasst euch nicht verarschen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und rein und wie immer. Ciao, ciao.